waren an dem bekannten Vorfall, der sich an der Bertolt-Brecht-Schule in Schwerin ereignete, bei dem mehrere Schüler jüngere Mitschüler drangsalierten, diese Misshandlung filmten und später ins Internet stellten, Personen mit einem sogenannten Migrationshintergrund beteiligt. Herr Abgeordneter, für die Bearbeitung und Bewertung des oben benannten besonderen Vorkommnisses ist es nicht von Bedeutung, ob die beteiligten Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund aufweisen oder nicht. Daher liegen der Landesregierung darüber keine Informationen vor. Dann hätte ich eine Nachfrage. Sie wissen also auch nicht, ob Schüler mit Migrationshintergrund besonders häufig durch Gewalt an Schulen auffallen. Wir wissen, dass gerade Sie so etwas immer unterstellen. Und deswegen werden wir Ihre Vorurteile nicht bestätigen. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihre Frage, weil ich gerne an dieser Stelle sagen würde, dass es wichtig wäre, dass wir generell allen Jugendlichen mit Anstand begegnen. Und deshalb ist es unerträglich, dass Sie die Grundrechte von Jugendlichen auf das eigene Bild missachten und jetzt mit denen noch über die Entschädigung feilschen. Es wäre gut, wenn die Abgeordneten mit gutem Beispiel vorangehen, Respekt anderen Schülern gegenüberzubringen. Dann tun es die Schüler auch. Sie möchten noch eine Zwischenfrage, Nachfrage stellen? Ja. Es ist Ihnen nicht möglich, wertfrei eine Frage zu beantworten, die sich auf Schüler mit Migrationshintergrund bezieht. Als Ministerin dieses Landes habe ich mein Eid auf die Landesverfassung geschworen. Und deshalb ist es immer so, dass jede Antwort von mir Werte beinhalten wird. Und die Werte des Respekts und der Menschenwürde ist das Mindeste, was die Landesregierung vertritt. Und deshalb müssen Sie damit leben. Einen Moment, Herr Peterreit. Ich bin leider nicht dazu gekommen, verweise aber an dieser Stelle auf § 65 Absatz 4 unserer Geschäftsordnung, wonach die Antworten der Landesregierung nicht zu kommentieren sind. Ich bitte zukünftig um Beachtung. Ich darf nun den Abgeordneten Udo Pasteurs, Fraktion der NPD, bitten, die Frage 10 zu stellen. War der Polizei im Fall der brutalen Vergewaltigung einer 17-jährigen Rostockerin trotz umfangreicher Suchaktionen in unmittelbarer Nähe der Täterwohnung die Meldeanschrift des Täters bekannt, Herr Minister? Herr Abgeordneter Pasteurs, in der Form der Frage, und stellen Sie zunächst, dass die Polizei, oder suggerieren Sie, dass die Polizei fehlerhaft gearbeitet hätte. Dagegen möchte ich mich auch im Namen der Landespolizei zunächst strikt verwahren. Der Polizei lag kein konkreter Hinweis auf den Verbleib der als vermisst geltenden 17-Jährigen vor. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde daher selbstverständlich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich auf verschiedene territoriale Bereiche in der Hansestadt Rostock. Die in solchen Fällen vorgesehenen Maßnahmen wurden intensiv und auch umfangreich und zügig durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen Informationen wurden auch unverzüglich Personen überprüft, die als mögliche Täter in Frage kommen. Von diesen Personen waren die Meldedaten bekannt. Vorrangig, also in erster Reihenfolge, wurden die Personen überprüft, die in jüngster Vergangenheit wegen Sexual- oder Tötungsdelikten in Erscheinung getreten waren und deshalb in Fokus geführt wurden. Nachdem diese Überprüfung mit negativen Ergebnissen durchgeführt worden waren, sollte noch am Tag der Festnahme der Tatverdächtigen mit der Überprüfung der rechtlichen unter Führungsaufsicht stehenden Person begonnen werden. Dementsprechend war dazu auch für diesen Tag der Tatverdächtige vorgesehen. Zusatzfrage. Wie viele Personen wurden, so wie Sie gerade Ihre Antwort gaben, denn vorab, also nach Bekanntwerden des Verschwindens, überprüft? Frage muss ich Ihnen nachreichen, bevor ich Ihnen eine falsche Zahl sage. Vielen Dank. Bitte? Möchten Sie eine zweite Frage stellen? Nein, vielen Dank. Dann bitte ich jetzt den Abgeordneten David Peterreit, Fraktion der NPD, die Frage 11 zu stellen. Zu welchen linksextremistischen Straftaten kam es, wann und wo im Zusammenhang mit der nationalen Demonstration der JN, die am 20. Oktober in Wismar stattfand? Herr Abgeordneter Peterreit, im Zusammenhang mit der rechtsextremistischen Demonstration am 20. Oktober 2012 in Wismar
liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand 5 Fälle vor, die einen linksextremistischen Hintergrund haben. Das ist zunächst ein Fall, die Verletzung eines Polizeibeamten nach Wegweisung eines Teilnehmers einer Sitzblockade mit einem Fahnenstab. Das ist Verstoß gegen oder gefährliche Körperverletzung gemäß 224 § StGB. Ebenfalls in Wismar Süd wurde ein Polizeibeamter aus einer Sitzblockade heraus mit einem Stein beworfen und am Rücken getroffen. Ebenfalls Körperverletzung nach 224 StGB. Außerdem wurde in Rostock aus einer Personengruppe von ca. 20 bis 30 Personen heraus, die sich auf der Rückreise von der Gegendemonstration in Wismar befanden, ein Fahrzeug der Bundespolizei angegriffen. 5 bis 6 Personen begaben sich zielgerichtet zu einem VW T5 der Bundespolizei und beschädigten diesen erheblich. Von den Tatverdächtigen wurden dann noch Papiertonnen und Baustellenschilder umgeworfen, eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die stellt bekanntermaßen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung gemäß 125 und 303 StGB dar. In Wismar wurde ein Geschädigter von 2 unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und mit Füßen zu Boden getreten, mittels Holzstock auf ihn eingeschlagen. Er wurde genötigt, sein T-Shirt auszuziehen, welches ihm anschließend weggenommen worden. Strafbar ist Nötigung, gefährliche Körperverletzung 240 und 224 StGB. 2. Am 20.10.2012 wurde in Wismar eine Person auf dem Weg zur rechtsextremistischen Demonstration von 5 schwarz gekleideten und vermummten unbekannten Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt dabei einen Knochenbruch. Die stellt eine gefährliche Körperverletzung gemäß 224 StGB dar. Das sind die derzeit ermittelten und vorliegenden Fälle. Zumindest bis vorgestern Abend muss das einschränken. Haben Sie Kenntnis von Sachbeschädigungen in Form von Schmierereien, die in den Wochen vorher in Bezug auf diese Demonstration in mehreren Landkreisen durch Linksextremisten vorgenommen worden sind? Habe ich hier keine Kenntnis. Dann hätte ich noch eine weitere Nachfrage. Warum duldete die Polizei das Aufziehen vermummter Personen des linksextremen Spektrums? Ich habe erstens ausgeführt, welche Maßnahmen die Polizei also ansatzweise durchgeführt, und die Polizei ist aufgrund ihrer Situation für die Führung der Polizeieinsätze zuständig, und entsprechend wird auch von den Polizisten die Entscheidung getroffen, was geduldet wird, was nicht geduldet wird, wie der polizeiliche Einsatz geführt wird. Und Sie wissen, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Strategie der Deeskalation geführt wird grundsätzlich. Und deswegen tun wir alles, um Eskalation von Demonstrationslagen weitestgehend zu entspannen und nicht zu verschärfen. Herr Pastor, stellen Sie Ihre Nachfrage. Vielen Dank. Inwieweit sind unsere Erkenntnisse richtig, dass in gewaltbereiten Gruppen sich auch Abgeordnete der Linkspartei dieses Landtages befanden? Herr Pastor, ich kann diese Frage gleich unterbrechen, weil ich schon Paragraph 65 zitiert habe, wonach sich Ihre Nachfrage auf die Antwort der Landesregierung beziehen muss. Und ich kann nicht erkennen, wo die Antwort des Ministers auf die letzte Zwischenfrage jetzt diese Nachfrage rechtfertigt. Ich lasse die Frage nicht zu. Dankeschön. Bekannt, dass unter den 127 Festgesetzten schon nach der PMK links bekannte Personen sich befanden. Herr Abgeordneter, Ihnen ist bekannt, dass entsprechende Datenschutzrichtlinien über Auskunft zu einzelnen Personendaten in der Form keine Auskunft gegeben wird, auch in der Fragestunde des Landtages.